Dir ist echt eine Romantikerin verloren gegangen, weißt du das? Ja, und? Romantik heißt immer auch die Hoffnung zu haben auf eine traumhafte und glückliche Liebe. Johannes wollte mich abtreiben lassen? Dir ist klar, dass mir im Kampf gegen Johannes jedes Mittel recht ist. Er hat es nicht besser verdient. Ich will, dass du mir die Lahnstein Holding überschreibst. Du willst mir alles nehmen, was sich meine Familie über Jahrzehnte aufgebaut hat? Überschreibe mir die Holding. Das ist deine einzige Chance, das Erbe deiner Familie zu bewahren. Von bewahren kann ja wohl kaum die Rede sein. Du würdest doch die Holding in ihre Einzelteile zerlegen. Ich garantiere dir vertraglich, dass die Lahnstein Holding in ihrer Gesamtheit erhalten bleibt. Die Entscheidung liegt bei dir. Entweder du zerstörst das Erbe deiner Vorväter oder du überschreibst mir die gesamte Holding. Und keiner deiner Mitarbeiter landet auf der Straße. Ich gebe dir bis morgen Zeit. Es reicht dir nicht zu gewinnen. Du willst mich auch noch demütigen. Ich will, dass du jeden Tag aufs Neue verlierst. So wie es mir ging, als du mir Francesca genommen hast. Francesca hat sich für mich entschieden. Sie musste den Mann heiraten, der die Schulden ihrer Familie bezahlt. Und du hast dafür gesorgt, dass ich dazu nicht in der Lage war. Ich habe sie geliebt. Und sie mich. Auf diesen Tag habe ich lange gewartet. Wir sehen uns morgen. Diese Rumrennerei macht mich wahnsinnig. Und mich macht wahnsinnig, dass ich nichts unternehmen kann. Wenn es Vater nicht gelingt, diesen Degenhardt zu überzeugen, dann ist die Holding am Ende. Zu einem Überfluss müssen wir auch noch damit rechnen, dass unser Bruder Konstantin der Sohn von Vaters größtem Feind ist. Ist das hier eine geheime Sitzung? Nein, nein, nur im Familienkreis. Komm ruhig rein. Wollte Vater sich nicht heute mit diesem Geldgeber treffen? Ja, aber ich glaube, er steckt noch in den Verhandlungen. Was er jetzt am meisten braucht, ist die Familie. Ja, ich weiß. Was hast du denn heute Abend noch so vor? Ach, in der Stadt macht so ein neuer Club auf. Da wollte ich gerne hingehen. Ja, dann viel Spaß. Danke. Ciao. Ich bin mir sicher, dass Degenhardt ihn als Maulwurf eingeschleust hat. Und wenn Degenhardt wirklich sein Vater ist? Das wird der Gentest zeigen. Wenn Konstantin uns wirklich verraten hat, das überlebt Vater nicht. Wenn du an die einzig wahre Liebe glaubst, bitte renn in dein Unglück, aber halt mich darauf. Du bist echt sowas von verbohrt. Eine schlechte Erfahrung und schon gibst du auf? Wenn du meine Ex-Verlobte erlebt hättest, würdest du nicht so reden. Wenn du der Liebe keine Chance mehr gibst, dann wirst du nie wieder glücklich. Oh, jetzt übertreibst du aber. Machst du uns zwei Milchkaffee, bitte? Ich kann auch ohne Liebe glücklich sein. Niemals. Lars, sag ihr bitte, dass ich recht habe, okay? Aber ehrlich gesagt, im Moment bin ich nicht so gut, auf die Liebe zu sprechen. Ohne die Liebe wäre das Leben wesentlich ruhiger und weniger schmerzhaft. Meine Rede. Aber auch langweiliger. Sag ich doch. Gregor, letztendlich ist es doch so, du kannst dich vor der Liebe nicht verstecken. Sie findet dich, ob du willst oder nicht. Johannes. Na, sag schon, wie sieht das Angebot von Degenhardt aus? Oder wollte er sich nur aufspielen? Als
Also, ich habe mir noch mal Ansgars Sanierungspläne angesehen. Wenn wir schnell handeln, dann können wir einige Teilbereiche abstoßen. Und mit dem Erlös könnten wir dann den Kredit bezahlen, also zumindest einen Teil. Ich fürchte, das wird uns auch nicht weiterhelfen. Du darfst nicht aufgeben. Wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen. Degenhardt will mehr. Viel mehr. Jetzt komm schon, trink ein. Das beruhigt dich und dein Baby auch, hm? Wie lange verhandeln die denn? Ah, Moment. Du sollst ihm die gesamte Holding überschreiben? Er weiß ganz genau, dass ich alles dafür tun würde, das Erbe meiner Väter zu bewahren. Ganz zu schweigen von den Arbeitsplätzen. Brandner? Ja, stellen Sie das Gespräch bitte durch. Ja, Ansgar hier. Ist Vater schon zurück? Hallo, Ansgar. Ja, er ist zurück, aber... Ich habe Degenhardt nicht angetroffen, Ansgar. Nein, ich habe keine Ahnung, warum er nicht da war. Vielleicht wieder eines seiner Spielchen. Also entschuldige mal dafür, dass er nicht da war. Warst du aber ziemlich lange bei ihm, oder? Ich war noch unterwegs. Bitte warte nicht auf mich, es wird spät heute. Bis dann. Das kann unmöglich stimmen. Warum lügst du ihn an? Es geht um mein Lebenswerk, Elisabeth. Und die Entscheidung möchtest du alleine treffen? Ja. Er will uns raushalten. Aber warum? Tja. Ja. Verzeihen Sie die Störung. Der wurde gerade für Sie abgegeben. Ah, danke. Das Labor. Der Vaterschaftstest so schnell? Ja und? Ist Konstantin Degenhardts Sohn? So wie es aussieht, lässt unser Bruder nichts anbrennen. Das Haar, das ich von seiner Jacke genommen habe, stammt von einer Frau. Ist das sicher? Ja, kein Zweifel. Konstantin wird heute lange weg sein. Wir könnten also in sein Zimmer gehen und dort bestimmt irgendwas finden, das wir ins Labor schicken können. Ach, das dauert doch alles zu lange. Wir müssen jetzt wissen, ob Konstantin Degenhardts Sohn ist. Was hast du vor? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hätte nicht mehr gewagt zu hoffen, dass es das auch für mich gibt. Das ganz große Glück. Aber du darfst die Hoffnung niemals aufgeben. Niemals. Du bist wirklich die faszinierendste Frau, die mir je begegnet ist. Nicht auszudenken, was mir passiert wäre, wenn wir uns nie wieder begegnet wären. Ich habe gewusst, dass du eines Tages zu mir zurückfindest. Und wohin mich auch das Schicksal verschlug, Liebling. In meinem Herzen warst immer nur du bei mir. Und was ist aus deinen ganzen harten Sprüchen geworden? Was? War nur Selbstschutz. Ich hatte Angst, noch einmal verletzt zu werden. Wenn du wüsstest, wie sehr du mich damit verletzt hast manchmal. Das ist vorbei. Endgültig. Durch dich habe ich gelernt, wieder zu lieben. Also von mir erfährt Sarah nichts. Ich liebe dich. Was erfährt sie von dir nicht? Dass in dir doch ein Romantiker steckt, der bei Liebesfilmen hin und weg ist. Ich guck das hier nur, weil ich Sarah einen Gefallen tun will, okay? Ja, natürlich, natürlich. Guck ruhig weiter. Ich will sowieso nur ins Bett. Verschwinde. Vielleicht, wenn wir nochmal alles durchgehen. Wir haben die ganze Nacht überlegt. Es gibt keine Lösung, Elisabeth. Ich muss mich Degenhardts Forderung fügen. Aber du kannst diesem skrupellosen Emporkömmling doch nicht dein Lebenswerk anvertrauen.
Wenn du ihm die gesamte Holding überschreibst, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Wenn ich ihm die Holding nicht überschreibe, werden zigtausend Existenzen zerstört, Elisabeth. Meinen Vorfahren gegenüber werde ich dastehen wie ein Verräter. Aber ich habe auch eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Was ist daran so komisch? Entschuldige, mir ist nur gerade aufgefallen, Degenhardt will eigentlich nur das Schlechte und erreicht auch Gutes. Das kann man von der Holding nicht gerade behaupten. Aber er hat dafür gesorgt, dass Ansgar und Carla sich wieder versöhnt haben. Konstantin ist zu mir zurückgekehrt und will mich unterstützen. Du musst eins wissen, egal was geschieht. Ich bin da. Siehst du? Und deshalb wird Degenhardt am Ende auch der Verlierer sein. Weil ich eine Familie habe, die zu mir steht, hat Degenhardt letztendlich keine Chance. Guten Morgen, Konstantin. Was ist denn hier los? Wir haben auf dich gewartet. Ich bin keine 16 mehr. Aber unser Bruder. Na, ich habe keine Ahnung, was ihr vorhabt. Na, hast du die letzte Nacht mal wieder genutzt, um hinter Vater herzuspionieren? Was soll das? Kommst du mir jetzt wieder mit dieser Degenhardt-Nummer? Ich dachte, das Thema ist durch. Und du würdest deinen Vater natürlich niemals hintergehen. Oder gar verraten? Natürlich nicht. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Damit ist ja wohl klar, auf wessen Seite du stehst. Mann, wieso glaubt ihr mir denn nicht? Wie du eben so schön gesagt hast, du würdest deinen Vater niemals hintergehen oder gar verraten. Nur leider ist dein Vater der Mann, der Johannes und den Rest der Familie vernichten will. Das beweist dieser Gentest eindeutig. Du bist der Sohn von Degenhardt. Du bist nur aufs Schloss zurückgekehrt, um gegen Johannes und für deinen Vater zu arbeiten. Morgen. Aha. Hey, es ist unhöflich, eine Frau so früh am Morgen schon so anzustarren. Ich wollte nur sehen, ob deine Augen verquollen sind. Ja, gestern lief doch dieser Liebesfilm. Den hast du auch gesehen? Jetzt mal ehrlich. Diese Frau ist die ganze Zeit allein. Dann kommt dieser Typ für, ich weiß nicht, zwei Nächte und stirbt. Was ist daran romantisch? Na, einfach alles. Sarah, ich werde dich nie verstehen. Ach so, noch was. Ich mache mich heute auf die Suche nach einer neuen Mitbewohnerin. Kann ich hier auch ein paar Zettel aufhängen? Klar, wenn's hilft. Danke. Hallo. Hallo. Hey, Gregor. Hi. Machst du mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Ach so, ist sie schon da? Wer denn? Na, nun stellen Sie mal nicht dümmer, als Sie sind. Ich spreche von meiner Elise. Das tut mir leid, ich kenne weder Sie noch Ihre Elise. Ja, dann machen Sie mal nichts draus. Sie sind wohl neu in diesem Lokal. Naja. Komm her, ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Elise ist die schönste Frau, die es gibt. Tja, nichts ist ebenso schön wie die Liebe. Ja. Fang du nicht auch noch damit an. Da hat er recht. Wir sind schon seit 3 Jahren verheiratet. Und ich liebe Sie noch wie am ersten Tag. Stellen Sie die bitte ins Wasser. Das muss ein Komplott sein. Leugnen ist zwecklos. Wir können beweisen, dass du Degenhardts Sohn bist. Wie kommst du überhaupt dazu, mir hinterher zu schnüffeln? Ich hatte schließlich nur den Verdacht, dass Adrian mein Vater ist. Und genau diesem Verdacht sind wir beide auch nachgegangen. Dass ich sein Sohn bin, macht mich noch lange nicht zu einem Spion. Es stimmt also. Was denn? Ich dachte, ihr wisst das. Du hättest eben beim Poker ein bisschen besser aufpassen sollen. Ein Bluff. So was Hinterhältiges. Hättest du uns gar nicht zugetraut? Aber wieso denn nicht? Du bist doch ein Degenhardt. Bitteschön. Wo bleibt sie denn? Sind Sie sicher, dass Sie hier verabredet sind? Ja, aber selbstverständlich. Wir haben uns schließlich hier kennengelernt. Aha.
Wie lange, sagten Sie, liegt Ihre Hochzeit zurück? Seit 3 Jahren. Aber verliebt seit einer Ewigkeit. Ich sag Ihnen was. Ich lade Sie auf einen Kaffee ein und bevor Sie den ausgetrunken haben, wird Ihre Elise hier auftauchen. Ja, herzlichen Dank. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich die Kapelle? Die was? Die Tanzkapelle, die steht doch immer hier. Die bestelle ich doch jedes Jahr zu unserem Hochzeitstag. Die Tanzkapelle, ja, ja klar, die habe ich dieses Jahr durch eine Musikanlage ersetzen müssen. Sie sind aber nicht sehr romantisch. Wenn Sie wissen, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Sag mal, was ist das für ein Typ? Keine Ahnung. Anscheinend ist das No Limits früher mal ein Tanzlokal gewesen. Ich schätze mal, dass sein dritter Hochzeitstag schon ein bisschen länger zurückliegt. Und ich fürchte, dass es seine Elise gar nicht mehr gibt. Elise, da bist du ja endlich. Alles Liebe zu unserem dritten Hochzeitstag. Die Entscheidung, Vater zu hintergehen, hast du ganz allein getroffen. Das könnt ihr mir nicht beweisen. Konstantin, du hast Degenhardt die Namen der Probanden für das neue Medikament gegeben. Wegen dir ist das Geschäft geplatzt. Ach, auf ein Geschäft mehr oder weniger kommt es bei Johannes nun wirklich nicht an. Konstantin, wir können die Holding wahrscheinlich nicht länger halten. Und wer weiß, wie lange wir noch auf Königsbrunn leben können. Ist dir das alles egal? Auch wenn Johannes nicht dein leiblicher Vater ist. Er liebt dich. Er würde alles für dich tun. Ich verstehe nicht, wie du dich von Degenhardt so benutzen lassen konntest. Mein Vater will sich aus guten Gründen an Johannes rechnen. Und ich auch. Johannes hat es verdient. Ach, und was ist mit uns? Sind wir dir jetzt auch scheißegal? Was hat die ganze Sache denn mit euch zu tun? Wir sind eine Familie, verdammt nochmal! Das sagst ausgerechnet du. Du hast Johannes fast umgebracht, weil du das Schloss und Jauling für dich haben wolltest. Was war dir die Familie da wert, hä? Kleine miese Ratte. Jetzt hört auf! Ich hab's doch gewusst. Du wirst mit jedem Tag schöner. Entschuldigen Sie mich bitte ganz kurz. Wieso siehst du mich denn? Gregor, was ist... Du bist seine Ehefrau. Seit 3 Jahren mit ihm verheiratet und dein Name ist Elise. Wie bitte? Der Arme leidet wahrscheinlich an Demenz. Ich versuche mal alle Seniorenheime anzurufen und du, rede mit ihm. Versuch rauszufinden, wo er wohnt. Hm? Komm, der Kellner bringt dir dein Getränk an den Tisch. Du komm, meine Liebe. Oh, dass sie wohl von Amelie noch die Haare machen lassen. Das ist hübsch. Genau. Ja. Deswegen bin ich auch etwas zu spät. Bitte entschuldige. Ja, du weißt doch, ich kann dir nicht lange böse sein. Sag mal, wo wohnen wir noch gleich? Was soll denn diese alberne Frage? Ein Scherz. Ja. Darf ich Ihnen sonst noch was bringen? Danke, ich bin wunschlos glücklich. Das wären Sie auch bei so einer Frau. Ja, unbedingt. Sie wird mit jedem Tag schöner. Aber bei unserer Hochzeit, das habe ich Ihnen ja erzählt, da war sie so schön, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Weißt du noch, wie Karl die Ringe vergessen hatte? Natürlich. Ja, du hast dir einfach 2 Blumen genommen und hast uns daraus 2 Ringe geflochten. So wie diese hier. Und dann hast du gesagt, unsere Liebe ist wie diese Blume. Sie blüht auf ewig. Wie könnte ich diesen Moment je vergessen? Kommt, Anstand ist jetzt da. Hallo, Johannes. Du hast es aber eilig. Frau Kübler, bringen Sie doch bitte einen Kaffee für meinen Jugendfreund. Schwach und koffeinfrei wie früher? Du siehst ganz schön blass aus um die Nase. Ich wette, du und deine Frau Brandner, ihr habt die ganze Nacht durchgearbeitet, oder? Aber nimm doch Platz. Ich nehme an, ihr habt festgestellt, dass es zu meinem Angebot keine Alternative gibt. Du solltest mir dankbar sein. Ich bewahre das Erbe deiner Väter. Ich rette die Arbeitsplätze, die aufgrund deines Versagens verloren gegangen wären. Mein Gott, dein alter Herr. Ich sehe ihn vor mir wie heute. Er war immer so stolz auf dich. Was würde er sagen, wenn er sehen könnte, dass sein Sohn einfach nur ein Versager ist? Er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass ich sein Vermächtnis in die Hände eines erbärmlichen Kriminellen lege.
Adrian ist kein schlechter Mensch. Du hast keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich mein Vater geworden habe. Versteht ihr das denn nicht? Doch. Und noch besser kann ich verstehen, wie er deine Freude darüber auszunutzen wusste. Wenn ich mir vorstelle, dass unsere Mutter mit diesem... Bitte lass es. Du gehst zurück nach Italien. Ansgar! Spinnst du? Oh doch. Vater darf nie erfahren, dass du Degenhards Sohn bist und dass du für ihn spioniert hast. Das wird er nicht überleben. Johannes hat mich nach Italien geschickt, nachdem Mama gestorben ist. Ich gehöre nach Königsbrunn, genau wie ihr. Ihr seid so verlogen, genau wie Johannes. Vater und wir wollten immer nur das Beste für dich. Ach ja? Euch wäre es doch am liebsten gewesen, wenn sich Mama nie auf meinen Vater eingelassen hätte. Ihr wünscht euch, dass ich nie geboren wäre. Genau wie Johannes. Er hat verlangt, dass Francesca mich abtreibt. Herr Degen hat dir das gesagt? Ja, weil er der Einzige ist, der den Mut hat, die Wahrheit zu sagen. Ich bleibe hier. Wenn ihr es Johannes sagen wollt, bitte. Mir egal, wie er das aufnimmt. Theodor. Nein, den Nachnamen haben wir noch nicht rausgefunden. Ja, ich warte. Weißt du noch, unsere Hochzeitsreise? Die war wunderschön. Ich habe den Abendhimmel immer mit dem Leuchten deiner Haare verglichen. Was hat dir am besten gefallen? Die Sonnenuntergänge? Am Meer? Am Meer? Ach ja, natürlich am Meer. Du hast immer so getan, als ob der Koma sie das Meer wäre, weil wir uns die Fahrt zum Meer nicht leisten konnten. Das habe ich so an dir geliebt. Entschuldige mich einen Moment, bitte. Ja, aber sicher. Sie vermissen niemanden? Ja, ja, gut. Danke. Es ist soweit. Was denn? Dass ihr jungen Leute auch immer so vergesslich seid. Musik. Musik, natürlich. Ich hatte ja eigentlich eine Tanzkapelle bestellt, aber wenn Sie glauben, dass Ihre Musikanlage ausreicht, bitte. Ja, um welchen Titel handelt es sich denn nochmal? Oh, da haben wir doch alles telefonisch besprochen. Sway, eine alte Swing-Nummer, falls Sie die noch kennen. Da und ob. Glück gehabt. Darf ich um diesen Tanz bitten? Dass du daran gedacht hast. Ja, wie könnte ich dieses Lied je vergessen? Bei diesem Lied haben wir uns zum ersten Mal geküsst, genau. So, jetzt zeigen wir diesem jungen Mann mal, was echte Romantik ist. Gute Idee. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me. Tausende von Menschen werden auf der Straße landen. Dort sind sie immer noch besser aufgehoben als bei dir. Ich werde dir jeden Cent zurückzahlen, das schwöre ich dir. Und das selbst, wenn ich noch einmal ganz von vorne beginnen muss. Du tust mir leid. Im Grunde deines Herzens wirst du immer ein Bettler sein. Du hast Geld. Du hast Macht. Aber du wirst nie erfahren, wie es ist, eine Familie zu haben. Du irrst dich, mein Lieber. Auch ich habe eine Familie. Einen Sohn. Einen Sohn, der mir geholfen hat, dich von deinem Thron zu stoßen. Hallo, mein Junge. Konstantin.